Au. Das Feder würde ich gern ausschalten, bevor Franz kommt. So, danke. Edge. Au. Aha. So. Ja, der Gold Key, wie ich vermutet habe. Diese Ventile da aber. Oh, jetzt kann ich sie anklicken. Ist ja auch gemein. Doomguard Blaster. Damages to drones, spiders and small roaches. Okay. Du bist aber eine Cannon, oder? Die Rifle Weapon. Ich nehme mich einfach mal mit. Das ist gut. Ja, wie gehst du noch mal auf? So. Und damit haben wir das Level hinter uns und hoffentlich jegliche Fumium-Zombies. Ich kann die Dinger nicht ab. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich kann sie nicht ab. Bis jetzt noch kein Text. The Ax Vaporum. Ah. Du bist so ein Taumaturg, der einfach nur Sachen abzieht. Au. Oh, du bist ein Dazed-Taumaturg, also einer, der mich benommen machen kann. Okay. Bei dir muss ich leider Fernkampf nehmen. Ah, 50 Fumium. Wenigstens etwas. Ah, the elevator shaft leading to the main generator room of the tower. I need to get there to shut down this abomination. Mhm. Transporter Generator Room. Dafür habe ich leider noch keinen Schlüssel. Oh, Mama. Wer hat den... Wow. Au. Vor allem, warum guckt er so böse?
Au. Aua. Au. Ich muss ja ein bisschen besser aufpassen. Wie viel brauchst du? 170. Na, das werden wir wahrscheinlich noch hinkriegen. Au. Ja, da sind sie ja schon. Mist. Mist ist nie gut. Nein. Das ist nicht gut. Das Scheißvieh hält viel zu viel aus. Ich habe halt auch nichts mehr wirklich dabei, womit ich ihm mehr Damage machen kann. Puh, das war knapp. Das ist zu viel Reichweite. Und ja, ich spiele das Ganze jetzt einigermaßen safe aus. Auch wenn das etwas dauern könnte. Need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Da ist ein Port aufgegangen. Au. Da war ich zu langsam. Oh, da war ich zum Glück schnell genug. Das war ein Treffer zum Glück. Wenn ich mich hier hinstelle, macht er seinen Schlag gar nicht. So, wenn ich schieße, ist, dann kriegt er ein bisschen mehr Damage. Die Misses nerven mich, ganz ehrlich. Ich kann ihm aber wieder Energie entziehen. Wow. Quit. Wenigstens etwas. 1400 Energie ist besser als nichts. Doing. Doing. Genau, löst dich auf.
Gut. Hier brauche ich auch einen Key. Hier brauche ich keinen. Hier sind ein Haufen Hebel, die ich nicht betätigen kann, weil sie nicht aktiv sind. Das hier ist auf jeden Fall der Transporter Generator Room. Kann hier aufmachen. Ich kann da aber nicht mehr zumachen. Okay. Weil es von selber zugeht. Hört ihr das auch? Springe ich gerade in ein anderes Level? Sophie, wait, it's me. Ich bin gerade tatsächlich in ein anderes Level gesprungen und da ist Rikes Tochter. Mami hat meinen Teddybären mitgenommen. Ich vermisse ihn. Aber ich habe Mamis Spielzeug genommen. Wenn sie mir meinen Teddybären zurück in meine Truhe legt, dann gebe ich ihr ihr Spielzeug zurück. Sophie Rike. Klar, macht's doch noch creepiger, als es sowieso schon ist. Das war aber das erste Mal, dass ich wo runterspringen konnte und da was war. Oh. Auch wenn es nicht wirklich viel war. So, gut. Achso, das portet mich nur zurück. Dann bleiben wir gerade mal auf der Seite und probieren die Tür aus. Moment, du siehst nicht aktiv aus. Muss aber noch lang nichts heißen. Munition, gut. Sophie's Big Friend. Rikes kleine Tochter Sophie scheint gut vertraut zu sein mit den Fomion angetriebenen Robotern und Mechanismen. Ich verstehe immer noch nicht wie. Aber sie hat sich mit einem der außer Betrieb genommenen Golems angefreundet.
oder discarded, was heißt discarded? Abgeschalteten. Sie sind immer noch gefährlich wegen ihrer immensen Kraft und sie tendieren dazu, sich in unerwarteten Arten zu benehmen. Aber nicht mit ihr. Sie spielt und redet mit ihnen, als ob sie Lebewesen wären. Aber diese Hulks sind programmiert, also diese Monster sind programmiert, um ganz einfachen Instruktionen zu folgen. Aber nichts von dem, was sie tun, wenn sie in der Nähe ist. Was wirklich erstaunlich ist, dass es niemanden zu kümmern scheint. Ich hoffe, dieses Koloss verletzt sie nicht. Naja, wenn ich nochmal drüber nachdenke, sieht es so aus, als ob es sie vor anderen Robotern und sogar Leuten beschützt. Ich habe einmal gesehen, wie es einen Spinnroboter zerquetscht hat und wie sehr sich Sophie drüber gefreut hat. Ich bin nicht sicher, ob ich mich fürchten soll oder erstaunt sein soll. Ich würde es lieben, mir diese Interaktion genauer in den Laboren anzusehen. Würde sicherlich sehr wertvolle Ergebnisse bringen. Agatha Chelsea Fumi Research Unit vor. Damit ist die auch schon mal fertig. Das heißt, es wären hauptsächlich Laura, eins bei Markus. Lisa Teller fehlt halt noch ziemlich viel. Aber ja, dieser Golem scheint deaktiviert zu sein. Golem-Batterie. The battery needs recharging. Ah ja, damit könnten wir ihn dann wohl zum Leben erwecken, ne? Boah, zwei? Na gut, solange ich um den einen rumtanze. Das war einfach. Au. Das wiederum hat wehgetan. Ne, ich muss wirklich sagen, dass das jetzt gerade recht einfach war. Gut, dann gehen wir jetzt in den Hauptraum zurück. Kann ich die Batterie hier laden? Need to use a charged up aggregator to destroy the barrier. Nein. Ich muss erst einen Charger finden. Hier komme ich halt auch noch nicht rein, weil ich da einen Rusty Key brauche. Und hier komme ich nicht rein, weil ich da einen Silver Key, oder? Ja. Brauche. Das heißt, mein einziger Weg weiter ist der da. Gut. Dann speichere ich hier mal. LP 011.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.